damit? Ja. Keine Ahnung. Ich glaube, ich auf jeden Fall ein Video. Wunderschönen guten Abend. Hallo Stefan. Das riecht ganz toll. Hallo, hier ist wieder der Stefan von Angels Share Whisky. Und heute mal mit ganz was anderem. Ihr seht, ich habe kein Glas dabei. Ich habe heute nur eine kleine Geschenkidee dabei, nämlich das Whisky-Tasting-Fass. Und das ist so eine Sache, das richtet sich so ein bisschen an, ja, an Whisky-Genießer und an Whisky-Anfänger, die einfach mal sehen wollen, wie schmeckt Whisky so rund um die Welt. Dieses Whisky-Tasting-Fass kam, ich meine, das erste Mal im letzten oder vorletzten Jahr auf den Markt. Dann war es mal eine Zeit lang ausverkauft und jetzt ist es hoffentlich ständig im Angebot. Kommt vom Importeur der Firma Kirsch. Und dieses Whisky-Tasting-Fass beinhaltet in einem wirklich schicken kleinen Holzfass 7 Miniaturen. Und ich mache das mal mit euch auf. Also erstmal schöner Fassdeckel. Und dann kommt gleich etwas Werbung, nämlich ein Glenallachie Glasunterleger. Und weil man ungern alleine trinkt, gibt es noch einen zweiten Glasunterleger und der ist hier unten drin. Erstmal alles rauskramen und dann zeige ich euch, was da ja noch alles dabei ist. Also ihr seht, dieses Fass ist tiefer als man denkt. Und da ist der zweite Unterleger, alles aus schönem massivem Kork, dass die Mutti auch nicht meckert, damit man keine Flecken auf der Glasplatte oder auf dem Tisch macht. Und dann haben wir hier eine kleine Whisky-Weltreise. Und die finde ich deshalb spannend, weil man hat sich hier überlegt, wie viele unterschiedliche Aromen gibt es, was für Whisky-Länder hat man. Natürlich hat der Importeur Kirsch dran gedacht, seine eigenen Sachen abzufüllen, also die, die von Kirsch importiert werden, aber das ist ja auch legitim. Und diese kleine Whisky-Weltreise besteht unter anderem aus einem Stauning-Whisky. Also Roggenbrot in Flüssig der Stauningerei. Dazu habe ich schon mal ein Video gemacht. Ist jetzt geschmacklich nicht unbedingt meins, aber muss man sagen, ich bin kein Rai-Fan und viele Rai-Fans finden genau den richtig schick. Also süßes Roggenbrot aus Dänemark, Stauningerei, die erste Miniatur, die wir hier haben. Dann haben wir was, wie ich finde, sehr Spannendes, nämlich die Amrut-Distillerie, der Amrut Rajgalla. Rajgalla heißt so viel wie König der Adler und ist eine Single Malt Distille in Indien. Und jetzt könnte man fragen, Indien? Ja, Indien, denn Indien ist der größte Produzent von Single Malt Whisky weltweit. Und Amrut macht eine ziemlich gute Figur. Amrut Whisky sollte man mal probieren. Und hier ist es zum Beispiel so, wer jetzt sagt, oh, ich habe so ein bisschen Berührungsängste, einen indischen Whisky zu trinken, da ist das Probierfläschchen dabei. Dann haben wir einen mittlerweile, wie ich finde, göttlichen Klassiker. Da könnt ihr euch eigentlich auch gleich die große Flasche holen. Der 12-jährige Glenallachie, Billy Walker. Da brauche ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Glenallachie, nicht gefärbt, nicht filtriert, wunderschöner schottischer Space Cider. Angenehme Süße, der Glenallachie 12 aus der Standard Range ist dabei. Dann ist hier ja, das Meer an Genuss, wird es umschrieben. Und zwar ist das der Sea Shepherd Isla Single Malt. Das heißt, wir haben einen zweiten Schotten, aber diesmal eben einen getorften Schotten. Und das ist quasi Trinken für den guten Zweck. Das ist der Sea Shepherd Isla Single Malt Whisky. Und ja, wer da auch mal lieber an die kleine Flasche will, hier steigt man sehr schön in den Rauch ein. Dann haben wir was, was mir persönlich auch sehr, sehr gut gefällt. Und das ist der Starward Left Field. Starward Distillery kommt aus Australien. Hier haben wir Rotwein trifft Whisky. Der Left Field ist sehr zugänglich und reift zu 100% in Rotweinfässern aus französischer Eiche. Auch das mal zum Probieren. Also das heißt, wir sind jetzt schon relativ weit gereist und es geht noch weiter, nämlich nach Japan. Und in Japan haben wir die Blended Malts.
die dort sehr weit verbreitet sind. In dem Fall von der Mars Distillery, der Mars Kasai. Sehr schöner, einfacher, zugänglicher Malt. Und was jetzt noch fehlt, ist ein Ire. Und das ist der Waterford. Waterford ist eine Terroir-Distille, so wird es genannt. Das heißt, wir haben hier Vertragsbauern, die ihre Gerste liefern und auf einer jeden Flasche steht eben der jeweilige Lieferant. Denn die Gerste wird einzeln gemälzt und zu Whisky verarbeitet und dann in verschiedenen Fässern ausgelagert. In dem Fall haben wir den Tinas Rule Edition 1.1. Die Gerste dafür baute John Crowley im Regenschatten der Blackstair Mountains nördlich von Enniscorthy an. Ein Whisky, der eine schöne Süße hat, relativ jung ist, auch hier nicht gefärbt, nicht filtriert und dabei kein typischer Ire ist, denn bei Waterford wird zweifach destilliert. Also nicht wie in Irland sonst normal Dreifachdestillation. Nein, wir haben hier eine Zweifachdestillation. Sehr interessante Destille. Dort wurde früher übrigens mal Bier gemacht. Soweit ich weiß, ist das eine ausrangierte Guinness-Brauerei gewesen. Das heißt, man hat eben das Know-how fürs Melzen und für das Jungbier machen. Und dann kam nur noch die Kleinigkeit des Whisky-Brennens dazu. Also hier nochmal die Waterford-Destillerie. Ja, das sind die 7 Kandidaten, die ihr im Whisky-Tasting-Fass findet. Also wie gesagt, kleine Whisky-Weltreise. Wir sind hier Japan, Australien, Dänemark, Indien, Schottland ungetorft, Schottland getorft und Irland. Zusammen mit 2 Untersetzern, diesem wunderschönen Fass, was auch so in der Bar was hermacht und was man hinterher dann als Stifteköcher oder was auch immer nehmen kann. Das Einzige, was ihr noch braucht, ist ein Glas. Oder 2 und dann stößt man mit guten Freunden an und kann diese kleine Palette mal durchprobieren. Gibt es im gut sortierten Fachhandel, kosten so um die 20 Euro, je nachdem wann ihr das Video seht. Deshalb machen wir da auch keine genauen Preisangaben, weil ich weiß ja nicht, wie lange das Video im Netz sein wird. Aber hier wäre mal eine kleine Weltreise in die Welt der Whiskys vom Importeur Kirsch machen will. Der ist genau richtig. Also schaut es euch an, trinkt mit, trinkt viel und ja, wem es dann gefällt, der kann natürlich auch, das ist der schöne Vorteil, mit dem großen Kärtchen dann im Handel gehen und kann sagen, genau die Flasche hätte ich gern, denn ein Bild der großen Flasche ist auf diesen kleinen Kärtchen hier mit drauf und natürlich auch immer die Tasting Notes und eine kleine Beschreibung zur Destille und zum jeweiligen Whisky. Das Ganze macht es sehr charmant, gerade wenn man daheim ein eigenes Tasting aufstellen will. Dann kann man jetzt nicht gerade in der Reihenfolge, die ich gestellt habe, hier ein sehr schönes Line-up machen für ein Eigentasting auf der Couch. In dem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, lasst einen Daumen nach oben da, macht diese Klingel an bei YouTube, sagt es euren Freunden, Bekannten, euren Haustieren und alle, die dann abonnieren können, sollten abonnieren, weil wir wollen als Kanal weiter wachsen. Wenn ihr Anregungen dazu habt, was wir euch präsentieren können, was wir mal verkosten sollten, dann immer her damit. Wir sind da neugierig und ja, bleibt neugierig, habt immer 2 Finger breit. Whisky im Glas, denkt dran, Whisky und Liebe, euer Stefan. Wunderschönen guten Abend. Hallo Stefan. Ganz toll.